Der Sommer ist vorbei. Bei starkem Regen in Alterach geht die Partie gegen den WRC sehr flott los. Beide Teams halten sich zunächst nicht lange im Mittelfeld auf. Schnelles Umschalten ist Trumpf. Die Altacher mit der ersten Topchance. Edok Poloa mit der Flanke. Bukter legt zurück. Turnwald zieht ab. Und Nuiu vollendet herrlich. Was für ein Beginn der Altacher. Eine Aktion wie aus einem Guss macht's möglich. Unterstützt aber auch durch schläfrige Wolfsberger, die da nicht in die Zweikämpfe kommen. Edok Pola hat Platz. Bukter beweist über sich. Turnwald kann unbedrängt schießen. Und der Nucci packt dann die Ferse aus. Der weiß bei seinem zweiten Saisontor ganz genau, wo der Ball hin muss. Nach dem perfekten Auftakt brauchen die Altacher ein wenig... Die Wolfsberger ein wenig, um wieder Schwung aufzunehmen. Dann diese Szene. Edok Pola gegen Röcher. Edok Pola umklammert Röcher. Der will dann für meinen Geschmack aber unbedingt seinen Elfmeter rausholen. Schiedsrichter Heiß und der VAR sagen dazu nein. In jedem Fall eine diskutable Szene. Röcher an diesem Tag sehr auffällig. Er findet auch in Minute 24 die beste Möglichkeit für die Kärntner aus dem Spiel heraus vor. Der Stürmer setzt den Ball aber doch deutlich vorbei. Am Tor. Kanadi stellt im Laufe der ersten Hälfte von einem 4-4-2 auf ein 3-5-2 um. Die Altacher verlieren aber dadurch die Kontrolle. Die nächste Großchance für den WRC. Peretz taucht alleine vor Casali auf. Versucht's direkt, da hätte er sich den Ball sogar noch annehmen können. Dann kurz vor der Pause diese Szene. Zwischenbrugger spielt den Ball. Trifft erst danach Röcher. Heiß entscheidet auf Freistoß für den WRC. Es folgt genau dieser Lindl auf Baribo und der ist per Kopf erfolgreich. Drittes Saisontor für den Israeli. Es ist zuvor kein Abseits. Baribo setzt sich entscheidend gegen Strauß durch und lässt Casali dann keine Abwehrmöglichkeit. Die Altacher, die wackeln jetzt merklich und die Wolfsberger legen sofort nach. Casali mit dem verunglückten Abschlag. Lindl hält den Ball nicht nur im Spiel, er macht diesen umgehend wieder heiß. Und Röcher bleibt eiskalt, versenkt die Kugel sicher. Der Stürmer jubelt zunächst verhalten, weil er sich nicht sicher ist, ob er sich da nicht doch in einer Abseitsposition befindet. Das ist aber nicht der Fall. Haut um, hebt ein mögliches Abseits auf und dann ist Casali chancenlos, weil Röcher die Nerven behält und genau ins lange Eck trifft. Die Altacher schwören sich zur Pause noch einmal ein. Routinier Netzer, der statt Strauß ins Spiel kommt, gibt sofort den Wortführer. Die besseren Chancen erspielen sich aber weiter die Wolfsberger. Nach einer guten Stunde Röcher auf dem Weg. Es folgt die herrliche Flanke auf Baribo und der Israeli bezwingt Casali. Aber sie hören den Pfiff. Die Fahne des zweiten Assistenten geht nach dem Abschluss sofort hoch. Schon zuvor steht Thorsten Röcher einen Hauch vorne. Das zeigt auch die kalibrierte Linie des VAR. So bleiben die Altacher im Spiel. Es bleibt also beim 1:2 aus Sicht der Truppe von Damir Kanadi. Die versucht weiterhin Nadelstiche zu setzen. Reiter mit der starken Flanke in Richtung Krischmann. Der prüft Kofler. Etwas zu zentral ausgefallen. Unglücklich in der Mitte verletzt sich der eingewechselte Wernitznik. Nur Minuten nach seiner Einwechslung muss er wieder raus, ohne Fremdeinwirkung. Oder ganz unglücklich, zeigt sofort an, es geht nicht mehr weiter. Dann wieder Lindl mit einer genialen Passidee. Wieder Röcher, der abschließt. Casali kommt gut raus, verhindert das 1:3 aus Sicht der Altacher. Die werfen alles nach vorne. Die Flanke allerdings von Turnwald wird abgefangen und dann geht's schnell. Der WRC mit der Umschaltmöglichkeit über Röcher. Er legt den Ball in den Lauf für den eingewechselten Cheng. Der hatte in der Vorwoche noch zum 3:0 gegen die Admira getroffen. Hier aber lässt er die Chance aus auf die Entscheidung. Das Ganze in Minute 82. Kein Abseits von Cheng. Und dann kommt Casali raus, hält seinen Kasten sauber, verletzt sich aber dabei und muss runter. Kurios, es kommt Cobras zu seinem ersten Einsatz in dieser Saison. Er nur aufgrund einer Verletzung von Odenal in den Kader gerutscht.
Und Cobras muss sich dann gleich wenig später auszeichnen, hält in dieser Situation auch nochmal seinen Kasten sauber gegen den eingewechselten Wiesinger. Starke Parade. Dann ist Cobras auch mit vorne. Wird viel Druck ausgeübt in dieser Schlussphase. Der Bunley versucht's. Aber der WRC kann die Szene klären. Tut muss zittern bis zum Schluss. Auch weil die Wolfsberger einfach viel zu viele Möglichkeiten liegen lassen. Schauen Sie mal auf diese Gelegenheit. Lindl auf Wiesinger, der tankt sich da irgendwie durch. Der Ball kommt wieder zu Lindl. Der will es aber dann zu genau machen und setzt den Ball über das Tor. Am Ende feiern die Wolfsberger emotional ihren zweiten Saisonsieg. Sie gewinnen zum zweiten Mal in Folge. Für Robin Tut geht es aktuell in die richtige Richtung. Wermutstropfen natürlich die Verletzung von Wuschi Wernitznik. Der WRC jedenfalls springt in der Tabelle an den Altachern vorbei und ist nun zumindest bis morgen Dritter. Für die Altacher setzt es einen Rückschlag. Damir Kanadi verliert nach zwei ungeschlagenen Spielen erstmals wieder